Na, das ist lustig. Bin gerade drauf gekommen, dass man die Kamera mit dem Handy steuern kann. Da sieht man also jetzt mich und mich und mich und immer wieder. Ich kann da zoomen. Wie weit geht denn der Zoom? Jesus. Ja, das lassen wir lieber auf Weitwinkel. Ja, gut. Ich kann mir das also irgendwo da herstellen und sehe, was ich da aufnehme. Auch nicht schlecht. Was mich immer gestört hat, das sind diese Mini-Mikrofone da, die einen wirklich schlechten Sound hergeben. Ob das was nutzt, werden wir gleich sehen, was ich mir jetzt heute bestellt habe. Ich meine, nicht heute bestellt, was ich heute bekommen habe. Nein. Boah, die sind gescheit schwer. Sony Aufsteckmikrofon genau für die Kamera. Naja. Und schon brauchen wir wieder ein Messer. Ey, da waren wieder Verpackungsexperten am Werke. Was haben wir denn da? Nix. Ein Beutelchen. Ein Kabel. Soweit ich mich erinnern kann, kann ich nämlich das Ding dann sogar mit der Canon benutzen. Schauen wir mal. Ich werde mir das jetzt einmal mit der Bedienungsanleitung anschauen und sobald ich das heraus habe, stecke ich das da drauf und drehe dann einfach weiter. Dann hören wir einen Unterschied. Bis dahin kann ich auf mein Smartphone drauf Stopp drücken. Sogar ein Buschel ist da dabei. Ein Bild haben. Zoomen wir mal auf die Bild haben. Die ist ja genial. Fingerbild haben. Das Papier zeigt da. Was haben wir denn da? Einen Zettel in einer nicht verständlichen Sprache. Und dann haben wir da und dann haben wir da und dann haben wir da und dann haben wir da. Ich glaube, ich kann mein Haus neu tapezieren. Und das war jetzt dann schon der erste Versuch. Die Kamera schaut jetzt aus wie ein kleiner Roboter, hat diese zwei Mikrofone da oben drauf. Ich bin da, wie ich schön sehe, halbwegs in der Mitte vom Bild. Da ist noch Platz nach links und rechts. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie die Qualität ist, wenn die da so direkt ausgerichtet sind. Also jetzt schauen sie beide so. Jetzt werde ich das Ganze nochmal beenden und man kann sie nämlich so auseinander spreizen auch. Hoch muss es zum Vergleich an. Pause. Und weiter geht's. Jetzt schauen Sie also so im Winkel von 120 Grad nach links und rechts.
Wir hören ja, ob der Ton anders ist, wenn ich da einfach so vor mich hinrede. Geräusche gibt es da sonst eigentlich keine. Der Kater schnurrt da manchmal da drüben. Oder eigentlich grunzt er beim Schlafen. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht hören. Und der nächste Versuch. Muss einfach schauen, ob da was verloren geht. Der nächste Versuch, das wird die Beiz haben werden. Werde ich einmal aufsetzen. Machen wir wieder Pause. Es schaut schon witzig aus. Die Kamera mit der Belt haben. Aber okay, jetzt ist es im Winkel von 120 Grad auseinander, die Mikrofone und die Belt haben davor. Und als letztes werde ich jetzt noch probieren, wieder Belt habe runter, die beiden Mikrofone wieder gerade auf 0 Grad ausrichten, Belt habe wieder drauf und dann hören wir uns das nächste an. Pause. Tja, Mikrofone direkt gerade nach vorne gerichtet, Pelzhaube aufgesetzt und naja, jetzt werden wir das Ganze mal anhören, wie da die Unterschiede und der Klang mit dem Mikrofon da sind, ob es das gebracht hat. Aber die Spielerei mit dem Handy da, das ist auch lustig. Viel kann man ja nicht tun. Ich kann umschalten zwischen Foto- und Videomodus. Ich kann mir das anschauen, was aufgenommen worden ist. Und so wie ich das verstanden habe, wenn ich da Fotos aufnehme, dann speichert es mir die auf dem Handy und auf der Kamera. Videos speichert es nur auf der Kamera. Also auf der. Naja, dann hören wir uns das einmal an. Einen Versuch hätte ich jetzt noch. Da ist nämlich so eine Low-Cut-Taste. Also das ist jetzt der Aufnahmemodus, wenn es ganz normal aufnimmt. Und das wäre jetzt wieder. Pausieren kurz und dann umschalten. Tja, Taste ist jetzt auf Low Cut eingestellt. Mikrofone zeigen immer noch beide nach vor. Die Bolzhaube liegt da unten, ist also nicht oben. Naja, schauen wir mal, was das für klangliche Erlebnisse jetzt werden.